Hallo zu einem neuen Wunsch-Tutorial und dieses Mal geht es um ein Thema, was sich gleich drei Leute auf einmal gewünscht haben. Nämlich zuerst 0000 Nico, er fragt, ob ich nicht mal eine Treppe bauen könnte, die mit Pisten sich einen ausfahren lässt und ja, bei ihm zu Hause geht das nicht und ob ich ihm da nicht mal helfen könnte. Und natürlich kann ich das ist kein Problem. Und dann von dem zweiten Ghosty889, er fragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man einen Lift oder eine automatische Treppe baut. Und wieder mit dem System, dass man einen Hebel betätigt und die Treppe kommt aus der Wand hinaus. Und das mit dem Lift, das muss ich sagen, ich habe da schon ein Tutorial zu gemacht, zu einem Lift oder automatischen Aufzug. Entweder du schaust da nochmal nach, das findest du auf meinem Kanal. Oder ich habe noch eventuell ein etwas anderes System, was ich noch in Zukunft zeigen werde, was im Moment noch in Planung ist. Das wird dann demnächst bald kommen, eventuell vielleicht da nochmal reinschauen, das kann aber noch ein bisschen dauern. Und dann von Mein Channel Craft, es geht darum, einfach nochmal die einklappbare Treppe, ob ich die bauen kann und er würde gerne wissen, wie das geht und ja, warum denn nicht, dann würde ich sagen, lege ich gleich mal los. So, ich würde sagen, da legen wir mal los und das ist im Prinzip überhaupt nicht schwer, es ist relativ simpel, auch im Vergleich zu anderen Tutorials, das müsste jeder wirklich hinbekommen. Und ja, eine gängige Methode habe ich mir da mal ausgedacht, beziehungsweise, ich weiß nicht, habe ich vielleicht schon mal irgendwo gesehen, das kann sein. Ich zeige jedenfalls, wie es geht. Es ist relativ einfach. Und zwar lassen wir die Treppe aus der Wand sich hinausziehen oder heraus. Die wird praktisch aus der Wand hinausgeschoben. Und das ist im Prinzip so simpel. Wir fangen da einfach mal an, indem wir hier einfach da, wo die Treppenstufen rauskommen sollen, ein paar Löcher machen. So. Und Holz können wir einsammeln. Dann werden dann hier die Blocks praktisch rausgeschoben und man hat hier eine Treppe, die in die Wand zurückgezogen werden kann. Und das machen wir folgendermaßen. Hier hinten müssen wir dann etwas Sand aufschütten, sodass wir auch die Kolben perfekt platzieren können. Das wird nämlich jetzt so aussehen, wenn ihr da nochmal rein. Ihr braucht insgesamt 4 Sticky Pistons und die werden eins hinter die Mauer gesetzt oder eins hinter die Wand. Ich habe mir jetzt hier mal so ein provisorisches Haus gebaut oder zumindest so einen kleinen Ausschnitt. Ich stelle euch einfach mal vor, das wäre jetzt euer Haus mit einer Wand. Und hier oben wäre dann halt die nächste Etage, das ist klar. So, dann ja, kommt hier dann der nächste Sticky Piston hin und hier müssen wir es auch noch machen. Da mache ich mir kurz eine kleine Hilfe oder Treppe. Und dann kommt der vierte hier rein, so. Und ja, das ja, wäre es dann auch schon fast größtenteils gewesen oder die ganze Geschichte. Da jetzt kommen hier die ganzen Holzklötze noch rein, wir verdecken das Ganze wieder. Also, wenn ihr jetzt nach hinten geht und euch das Ganze mal anschaut, ihr zeichnet zuerst von innen die Treppe euch ein, indem ihr die Blöcke entfernt. Und hinter diese Mauer dann, wo ihr den Block entfernt habt, steckt ihr einen Sticky Piston hin. Ist ja eigentlich ganz klar. Und wenn dieser Sticky Piston sich jetzt ausdehnt, dann schiebt sich auch praktisch eine perfekte Treppe hier vorne aus der Wand hinaus, beziehungsweise Blöcke, die eine Treppe bilden. Und ja, das könnt ihr theoretisch auch mit Treppenstufen machen. Und ja, dann wird das allerdings ein bisschen seltsam aussehen, denn hier wären dann winzig kleine Löchelchen drin, wenn das hier so Treppenstufen wären. Die haben hier so einen kleinen Abstand, dann wäre das Viereck hier frei, da könnte man durchgucken nach hinten. Und deshalb würde ich euch ganze Blöcke empfehlen, anstatt jetzt einzelne Treppen. Und ja, das könnt ihr dann natürlich machen, wie ihr wollt. Es gibt jetzt wieder hunderte Möglichkeiten, was man da noch alles machen könnte, aber ich belasse es jetzt erstmal so. Und dann müsst ihr einfach nur ganz einfach das hier hinten alles verbinden. Das wird ja dann hinter eurem Haus sein, also praktisch hinter den Kulissen. Und ja, dafür braucht ihr dann hier 4 Repeater. Jedenfalls mache ich das so. Ihr könnt die noch anders verbinden. Das ist ja praktisch Wurst. Und so. Und das Ganze dann einfach hier mit Redstone verbinden. Einmal eine Spur runterziehen. Und gucken, dass die auch alle verbunden sind. Hier könnte ich vielleicht nochmal einen hinsetzen. Und ich habe es ja eben gerade schon mal aufgebaut und getestet, bevor ich das Video gedreht habe. Und dann gibt es wieder lauter Möglichkeiten oder hunderte Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich mache es jetzt mal so. Hauptsache, alle sind verbunden. Ein Repeater davor, damit hier sich die Redstone-Spuren nicht stören. Ihr könnt das eventuell auch ohne machen, wenn ihr die ein bisschen anders legt. Aber ich mache das jetzt gerade mal so. Und dann hier vorne setzt einfach dann einen Sandblock hin und zieht die Spur hier hoch. Schnappt euch euren Hebel oder Schalter und bringt den hier vorne an. Und dann war es das auch schon, denn wenn ich jetzt den Schalter betätige, fährt sich hier eine 1A perfekte Treppe aus. Ihr könnt natürlich den Schalter jetzt hier hinlegen, wo ihr wollt. Also ich lege ihn mal nach hier hinten. Da das jetzt vielleicht ein bisschen doof ist, wenn da die Treppe ist, ist eigentlich kein Problem. Dann legen wir einfach mal den Schalter hier so einmal komplett ums Haus rum. Und ja, dass der dann hier vorne rein zeigt, dann lege ich jetzt wieder den Sandblock hin und ziehe die Redstone-Spur hier hoch. Dann muss ich ja den Schalter von innen drin noch umlegen. Nämlich, ja, hier dann an diese Stelle, wenn ich jetzt den Schalter betätige. Oh, falsche Mauer. Und da, wenn ich jetzt den Schalter betätige, kommen auch alle raus. Und dann hätten wir den halt hier drüben. Ihr könnt euch den Schalter hinlegen, wo ihr wollt.
Ihr könnt auch einen Stone-Button einfach hinsetzen. Das wäre natürlich dann etwas nachteilhaft, wenn die Brücke oder die Treppe nach ganz kurzer Zeit verschwinden würde. Könnt ihr allerdings auch machen. Das heißt, sie ist nur für eine Sekunde offen. Ihr müsst dann also schnell hier so hoch und schon wäre sie weg wieder. Und ja, der Vorteil ist halt, dass man die Treppe sehr, sehr gut tarnen kann. Das heißt, man kann sie nicht erkennen. Also es ist sehr, sehr platzsparend. Es sieht im Prinzip stinknormal wie eure Wand aus. Und durch Einschalten dieses Knopfes hier fährt die sich aus. Und ja, das wäre es im Prinzip gewesen. Gehen wir das Ganze nochmal durch. Hier vorne ist dann der Schalter. Die Schaltung führt dann nach hier hinten. Einfach mal entlang. Und hier ist dann in einer Diagonalen schräg nach oben lauter Sticky-Pisten nach hinten angebracht, die Holzblöcke nach vorne schieben. Und ja, das ist, denke ich mal, sehr, sehr leicht zu verstehen. Verbunden ist hier hinten mit dem Repeater, also jeweils einzeln an den Repeater angeschlossen. Und an sich ist das eigentlich eine sehr, sehr simple Sache. Nun gut, das wäre es eigentlich schon zu meiner Methode gewesen. Es gibt jetzt natürlich noch mehrere. Ihr könnt jetzt wieder Vorschläge in die Kommentare posten, was man sonst noch alles machen könnte an verschiedenen Versionen von Treppen. Das wäre jedenfalls mein Vorschlag und im Prinzip ist dieser Vorschlag völlig ausreichend. Also es ist relativ einfach herzustellen und der Effekt ist auch relativ gut. Ihr müsst halt aufpassen, dass wenn ihr irgendwelche Gegenstände habt, zum Beispiel Fackeln, wenn jetzt hier Fackeln dranhängen, dass die durch die Pistons wieder abgedrückt werden. Das heißt, bringt die am besten an Stellen an, wo jetzt nicht gerade die Treppe ist, denn wenn man einen Block verschiebt und dort ist etwas drauf, dann fällt das ab. Auch genauso beim Zurückziehen, das wird dann verschwinden. Wenn ihr es hier macht, geht's natürlich dann. So. Das Tutorial war eigentlich ganz einfach. Ihr müsstet das locker schaffen, hundertprozentig eigentlich. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und wir sehen uns bei einem nächsten Tutorial. Schickt mir weiter eure Wünsche ein. Ich werde natürlich alles bearbeiten. Ja, und dann schauen wir mal, was dann so demnächst kommt. Eventuell kommt demnächst das Tutorial zu dem selbstaufbauenden Haus. Das wird etwas länger wahrscheinlich dauern. Das Tutorial war jetzt etwas kürzer, denke ich mal. Und ja, da es drei Fragen gab, die so ziemlich die ähnliche Bedeutung hatten, habe ich mich dafür entschieden, einfach mal ein extra ganz schnelles Video dazu zu drehen. Und ja, wenn jetzt natürlich mehrere Fragen zu einem Thema kommen, dann werde ich das Tutorial natürlich vorziehen. Wenn ich jetzt fünf Fragen habe zu einem bestimmten Thema, dann mache ich das am besten gleich, weil sonst werden natürlich wahrscheinlich noch mehrere Fragen kommen und dann habe ich hier einen unnötigen Fragensalat, den ich irgendwie natürlich auch ordnen muss. Also ich mache immer Screenshots davon und dann wird am Ende man ein Video anfangen, wo dann steht, ja, hier 10 Personen hatten jetzt die Frage und dann lese ich es von allen vor und naja, ihr wisst schon. Gut, dann dieses Mal war es eine Sammelfrage von 3 Personen und wir sehen uns bei einem nächsten Tutorial. Viel Spaß beim Nachbauen.